Nachdem wir gestern so schöne Bilder gesehen haben von der ETH, wie sie in 30er Jahren aussah, wenn Sie jetzt nochmal neu als junggebackener Student an die ETH kommen würden, wo würden Sie Ihre Energie investieren? Was würden Sie studieren? Worauf hätten Sie Spaß? Ja, eigentlich gar nicht so viel Verschiedenes, wie ich damals Spaß hatte. Zwar will ich einfach etwas Tolles über Wissenschaft zu erfahren. Okay, jetzt können wir, glaube ich, wieder weiterreden. Gut. Also was würden Sie studieren oder wo glauben Sie, sind im Moment Fragen, wo es wirklich sinnvoll wäre, für junge Studenten sich aktiv damit zu beschäftigen? Ja, also Wissenschaft wäre ganz klar, das würde ich gerne machen. Mhm. Wie jetzt in der Wissenschaft anzufangen, das ist jetzt anders als damals, wo das die Welt so ganz anders aussieht, wo die Biologie etwas ganz anderes ist als damals. Damals war es doch so eine botanisierte Angelegenheit, die Biologie. Und da war es doch ganz klar, Chemie, Physik in der Richtung, das ist das, was mich interessiert. Und wenn ich jetzt anfangen könnte, natürlich Wissenschaft. Aber jetzt ist die Sache so anders. Da würde es mich natürlich viel mehr Richtung Biologie ziehen. Aber die Art, wie ich drangehen möchte an dieses Problem, das wäre immer das Alte, was ich gelernt habe. Was mir einfach als das Wichtigste, was mich angeht, ist, nach einfachen, komplizierten Zusammenhängen probieren zu verstehen und nach einfachen Modellen zu suchen. Also was ich immer erinnert habe von früher war, dass Sie sich häufig eigentlich schon fast drüber geärgert haben, dass Leute mit quantenmechanischen Ansätzen versucht haben, Probleme zu lösen, wenn man sie ganz einfach klassisch lösen konnte. Sicher. War das so? Ja. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und es ist so wichtig zu sehen, wie weit kommt man klassisch und wo macht es Sinn, Quantenmechanik anzuwenden, wenn man natürlich von der Komplexität dann sehr viel kleinere Systeme auch nur rechnen kann. Ja. Und das fand ich immer sehr, sehr interessant als Studentin von Ihnen so zu hören. Ja. Erstmal ausprobieren, wie weit man kommt mit simplen Methoden. Bevor. Und das war eben meine Erfahrung, die ich jetzt natürlich, wo ich denke, das war wahnsinnig wichtig. Da kam ich zu Pauli und alle haben da komplizierte Quantenmechanik gemacht. Und dann habe ich eben versucht, die Absorption durch so eine einfache Box zu ersetzen. Und das war Quatsch. Das habe ich gesehen. Der Polyen ist das einfach nicht gegangen. Das habe ich aufgegeben. Und dann bin ich später, als ich von Pauli zurückgekommen bin, ich später zufälligerweise auf so Arbeiten getroffen, über Farbstoffe, nicht über Polyene. Und da habe ich jetzt das, was ich für Polyene gedacht habe, fand ich plötzlich, ja, das klappt ja, dieses einfache Modell bei den Farbstoffen. Und dann habe ich einfach total umgedreht. Also, es ist irgendwie ein Licht aufgegangen. Dass man einfach auf diese Weise viel schneller und viel besser verankern muss. Zuerst mal einfach denken. Und was dann schief geht, wie beim Pauli oder was auch immer, ist ganz schief gegangen. Aber nicht aufgeben. Dass es hier schief geht, vielleicht in einer anderen Weise immer wieder zu versuchen, zu verstehen. Was glauben Sie, ist bei Linus Pauling schiefgegangen? Schiefgegangen? Ja. Ja, es hat eigentlich mit dem Experiment nicht übereingestimmt. Das ist schief gegangen. Dann dachte ich, ich mache mir ein einfaches Bild, aber das Bild ist zu einfach. Das Bild war zu einfach, weil bei den Polyen etwas ganz Besonderes passiert, als beim Partikel in der Box. Oder das Neue, was passiert, dass die Dichte, die Elektronendichte, die man rauskriegt, bei den Polyen, plötzlich zwischen, wenn die Atomen
auf eine Bindung, ist das schon sofort durch, aber hier Doppelbindung, Einfachbindung. Jetzt fängt man mit gleichen Bindungslängen an, aber wenn ich jetzt beim Förster die Dichte habe, ist die Folge, dass die Bindungslänge kleiner wird. Und jetzt fängt einfach das so von selbst an. Das ist dann so eine Selbstentwicklung, wenn es kleiner wird, wird die Bindungsdichte wieder größer und dann wird es wieder kleiner. Und so fühlt es einfach statt zu einem Elektronengasmodell, zu einem Elektronengas, fühlt es eben zu einer Alternanz von einfachen Doppelbindungen. Und das war für mich dann ein wirkliches Aha-Erlebnis. Was schiefgegangen ist zuerst, was ich dachte, jetzt hast du Gott Flöße gemacht, wie plötzlich sein Aha-Erlebnis ein Jahr später. Also, das war für mich eine der eindrucksvollen Sachen. Aber diesen Eindruck, den habe ich eben schon vor. Jetzt nicht auf dem Gebiet, ich konnte ihn mit Peter Koch erinnern. Den habe ich eigentlich mitgeschrieben, ganz am Anfang. Da hat mich der Werner Kuhn auf Fadenmoleküle in einer bewegten Flüssigkeit, wie sie sich strecken. Die einfach zuerst neue sind und strecken sie sich. Da habe ich oft an Sie denken müssen, als die ersten Single-Molecule-Experimente gemacht wurden und dann Fadenmoleküle, Einzelfadenmoleküle in Flüssigkeiten gezeigt haben, in Obstacles, wie sie sich... Ja, aber das war eine ganz geniale Idee von Werner Kuhn. Er sagt, ich versuche jetzt dieses komplizierte Molekül, dieses Fadenmolekül, wie selten verhält sich in der Lösung zu verbessern, indem ich ein Handelmodell wähle. In etwa dynamischen Kräfte einfach an zwei Punkten wirken und ich habe sozusagen eine Feder dazwischen und jetzt kommt sie in die Lösung, wird gestreckt, wird wieder zusammengezogen, also dann ist das so der Hecht in der Lösung. Und heute würden wir sagen in Tropic Spring, aber das Idee ist die gleiche schon. Ja, das war damals die Idee, jetzt habe ich gesagt, ja, das war meine Aufgabe, aus dem Anfang meiner Dichte. Ich sollte jetzt dieses Modell durchrechnen. Und das habe ich durchgerechnet und das hat so wahnsinnig gut gestimmt. So ein primitives Modell und stimmt so fantastisch. Ja. Um eben die ganzen Verhältnisse mit den Hochvolumen zu lösen. Das ist in allen Richtungen, ist dann das weitergegangen. Und da kam ich natürlich auch an das DNA ran. Und dann ist es von der ganz anderen Seite. Und da war das auch etwas ganz Besonderes. Ja. Aber ich habe nicht richtig geschaut. Ich habe nicht geschaut. Das war einfach eins der Machenmöglichkeiten. Ich habe nicht gewusst, dass das so eine Rolle spielen könnte. Ich habe gewusst, wie es jetzt gefunden hat. So eine Makromolekül. Die Moleküle, hinter denen ich immer leer war. Also durch den Einfluss von Moleküle. Ich habe nicht gewusst, die Bedeutung, die man jetzt von einer ganz anderen Seite veranzeichnet. Darum wollte ich dann bei Kohle, statt an diesem Zeug Seite zu machen, habe ich dann über die Mobilisierung gearbeitet. Und das hat mir auch wieder nicht so ganz gepasst. Er wollte einfach durch Metalltheorien, wollte er also Bindungen, wollte er beschreiben. Und hat das umgekehrt. Er hat seiner Berlsbaum-Methode versuchte er, also Metalle zu beschreiben. Und das war meine Aufgabe jetzt bei Kohle, weil ich abgelehnt hatte. Also da mit Wadenmolekülen reingeholt, etwas Neues. Und dann hat das einfach nicht geklappt. Das war so komplizierte Dinge. Also hat mir eigentlich nicht den richtigen Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, könnte man das nicht umdrehen? Ganz kurz.